kurz eine neue Ausgabe von den DJ. Hey, 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 deine Brille, Alte! Ja, danke. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den DJ Bros. Mein Name ist Armin, aka John Chef. Hi! Und heute geht's um ein neues Review. Wir haben von Steinicke bzw. Omnitronic die neue PA-Anlage, die Bob, geschickt bekommen. Und auf der Internetseite schreiben die Jungs von Omnitronic, dass es für kleine Gigs gemacht ist, für kleine DJs. Spacko! Für DJs, die auf kleinen Partys auflegen, für die Gastronomie, Ladengeschäft, Fitnessstudio, für Vorträge, Präsentationen, eventuell auch für Desktop-Gaming oder auch fürs Heimkino geeignet sind. Das Gute ist, dass man so Hochtöner, je nach Größe der Party, bis zu 8 Hochtöner zusammenstecken kann, 2 Subwoofer verbinden kann, also man kann je nachdem, wenn man mehrere von den Teilen hat, auch immer auf- und abrüsten, was ich ganz cool finde. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, was diese Anlage so kann, und das zeigen wir euch jetzt. Mit dem Bob-System schickt Steinicke eine kompakte PA-Anlage ins Rennen, bestehend aus einem 10 Zoll Bassreflex-Subwoofer mit 900 Watt RMS-Leistung und 2 Satelliten. Je nach Einsatzort lässt sich das System auch um noch einen Subwoofer und mehrere Satelliten ergänzen. Für momentan 399 Euro erhält man also eine sehr flexible Anlage. Die Optik der Lautsprecher ist relativ schlicht gehalten, das ist natürlich immer Geschmackssache, und die Oberfläche, wie man hier sieht, ist leicht angeraut, was mir persönlich echt gut gefällt. Obwohl ich ja schon wusste, dass die Anlage sehr kompakt ist, war ich beim Auspacken doch sehr überrascht, wie klein sie tatsächlich ist. Ich habe euch hier mal eine 1,5 Liter PET-Flasche daneben gestellt, damit ihr so die Größe abschätzen könnt und mal seht, wie kompakt sie ist. Trotz der Kompaktheit bietet der Subwoofer echt viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich euch jetzt mal kurz erklären werde. In der oberen Hälfte des Subwoofers findet ihr die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Also ihr seht, die Lautstärke des Subwoofers und der beiden Satelliten können eingestellt werden. Es kann Mono und Stereo gewählt werden. Die Bluetooth-Funktion kann aktiviert werden, die übrigens hervorragend funktioniert. Also das Handy findet den Subwoofer sofort. Und 4 Modi können gewählt werden, Speech, DJ, Live und Flat. Und darunter befinden sich die ganzen Eingänge, wie ihr hier seht. In der unteren Hälfte befinden sich dann die Anschlüsse für die beiden Satelliten, für den Kaltgerätestecker und der Powerbutton. Die Satelliten werden wie bei PA-Anlagen üblich durch leichtes Drehen bis zum Einrasten angeschlossen und mit diesem Orientierungshebel und Drehen in die andere Richtung dann abgesteckt. Natürlich könnt ihr die Satelliten auch auf Stativen anbringen, wie ihr hier seht. Hierfür benötigt ihr Stativhülsen, die es bei Omnitronic bzw. Steinicke für 9,90 Euro das Paar gibt. Als weiterer Einsatzort gibt Omnitronic ja an, dass das Bob-System auch als Heimkino genutzt werden kann. Deshalb habe ich es euch einfach mal hier neben meinen Fernseher gestellt, damit ihr seht, wie das dann ausschauen würde. So, wir hatten ja das Bob-System jetzt einige Tage zum Testen da. Und eins, was man ganz klar sagen muss, die Anlage ist nicht darauf ausgelegt, riesige Partys zu beschallen. Ist aber auch gar nicht Sinn und Zweck von der Anlage, beziehungsweise dafür ist sie nicht gebaut. Steht auch auf der Homepage, hat Omnitronic auch ganz klipp und klar uns nochmal gesagt. Es ist für kleinere Feiern, für den Disco-Keller bzw. Party-Keller, für Gastronomie, für Fitnessstudios, für Hochzeitsredner zum Beispiel. Also überall, wo jetzt nicht übermäßig viel Leistung gebraucht wird, da würde ich sie auf jeden Fall empfehlen. Das Gute ist auch, dass man die ja auf- und abrüsten kann sozusagen. Also wenn man dann 2 von den Subwoofern hat und insgesamt 8 Hochtöner, dann bringt die schon einen ganz anderen Sound. Auch zum Beispiel für Heimkino muss jeder selber entscheiden, was er da nimmt. Aber da könnte man es auf jeden Fall nutzen. Aber jetzt, sage ich mal, eine riesengroße Party mit über 200 Leuten, wo richtig Bass braucht, wo richtig Leistung braucht, da sind die absolut falsch. Was ich ganz cool finde, ist auch die Bluetooth-Funktion. Die haben wir ja auch getestet und funktioniert einwandfrei. Also einfach die Bluetooth-Funktion aktivieren, das Handy findet die Boxen sofort und du kannst dann über die Musik spielen. Finde ich echt coole Sache. Also wie gesagt, gerade für den Partykeller eine runde Sache. Und sie sind sehr kompakt, hat mich wirklich gewundert. Also gerade die Hochtöner, seht ihr ja, das sind jetzt meine 5 Zoll Monitorboxen und dagegen sind es wirklich ja, Mini-Boxen. Und auch der Subwoofer ist richtig winzig und dafür bringt er schon ganz ordentlichen Druck. Also wie gesagt, für die gerade genannten Einsatzbereiche völlig in Ordnung.
Und ja, das war es jetzt von uns, von dem Review. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einfach auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bitte uns folgen, kommentieren gerne und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann, peace, eure DJ Bros.